Du bist Unternehmer und überlegst, soll ich die Buchhaltung selbst machen oder soll ich das lieber jemandem geben, der sich ein bisschen besser damit auskennt? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Statzinger. Ich bin Online-Steuerberater in Österreich. Ja, die Buchhaltung selbst machen. Ich würde sagen, zuallererst sollten wir überhaupt die Frage klären, was ist überhaupt die Buchhaltung? Was musst du da überhaupt machen bei der Buchhaltung? Ja, das kann nicht jetzt mit einem Satz final erklärt werden, weil das kommt eigentlich hauptsächlich darauf an, was für ein Unternehmen du hast und in welcher Größe dein Unternehmen ist. Beispielsweise, wenn du Einzelunternehmer bist, ein sogenannter Kleinunternehmer, also unter 35.000 Euro Umsatz, da mag es sein, dass du die Buchhaltung wirklich recht easy selbst machen kannst, gerade wenn du keine Umsatzsteuervoranmeldungen vierteljährlich oder gar monatlich abgeben musst. Und wenn du eine kleine Affinität bereits hast zu Buchhaltungsthemen. Andererseits, wenn du eine GmbH hast, da macht es fast keinen Sinn, die selbst zu machen. Und zugegebenermaßen, wenn man keine einschlägige Ausbildung hat, kann man das de facto auch nicht selbst machen. Außer man steigert sich sehr, sehr stark in dieses Thema rein. Man liest sich auch sehr, sehr gut ein. Nur das kommt halt oft einmal damit einher, dass das eigentliche Business zu kurz kommt. Also die Buchhaltung, die kann eben von bis sein. Nochmal zurück zum Einzelunternehmer. Hier ist eigentlich die Buchhaltung, wenn du wirklich Kleinunternehmer bist, sehr überschaubar. Hier gilt es, deine Belege wirklich zu sammeln. Also Belege, was sind das? Das sind Rechnungen, das sind auch Überweisungen, dass du diese Sachen wirklich aufbewahrst. Und zwar 7 Jahre lang. Also das gilt sowieso für alle Unternehmer, dass steuerliche Dokumente 7 Jahre lang aufzubewahren sind als Minimum. Und deshalb ist es als Einzelunternehmer, wenn du das schon einmal einhältst, also dass du die Belege wirklich aufbewahrst und du bist Kleinunternehmer, dann ist es schon ganz gut möglich, dass du das alleine hinbekommst. Weil dann ist für dich nur die Verpflichtung, dass du am Ende des Jahres, also grundsätzlich gesprochen, es gibt natürlich Ausnahmen, aber dass du am Ende des Jahres bzw. am Beginn des neuen Jahres eine Einkommensteuererklärung machst und mit dieser Einkommensteuererklärung dann sind eigentlich normalerweise deine steuerlichen Verpflichtungen erledigt. Allgemein gesprochen. Es gibt, wie gesagt, Ausnahmen. Wenn du aber dann umsatzsteuerpflichtig bist als Einzelunternehmer, da wird es schon schwieriger, weil da musst du zumindest regelmäßig eine Buchhaltung, eine laufende Buchhaltung führen, um überhaupt in der Lage zu sein, die Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben. Und das zumindest vierteljährlich. Die Umsatzsteuervoranmeldung, da geht es eben darum, wie der Name schon sagt, da geht es um die Umsatzsteuer. Und zwar musst du hier die Umsatzsteuer selber berechnen, auf Basis des Quartals oder des Monats, je nachdem. Wenn du über 100.000 Euro Umsatz hast im Jahr, ist es monatlich. Bis dahin ist es dann vierteljährlich und da geht es darum, dass du die Umsatzsteuer ans Finanzamt abführst, nachdem du selbst berechnet hast mit den sogenannten Umsatzsteuervoranmeldungen. Das macht das Ganze schon etwas schwieriger, vor allem wenn du im internationalen Bereich bist. Da gibt es ein paar Tücken, da habe ich auch schon andere Videos dazu gemacht, aber da gibt es trotzdem auch noch Mandanten, die das selbst hinbekommen, beziehungsweise die Buchhaltung an sich selbst machen, aber mit einer steuerlichen Unterstützung eben alles richtig machen. Und ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo es noch größer wird, also wo du wirklich danach eine GmbH hast, ab dem Zeitpunkt, da solltest du die Buchhaltung jedenfalls abgeben. Also da kommen nämlich Sonderregeln dazu, auf die möchte ich jetzt gar nicht erst eingehen. Aber hier musst du auch einen Jahresabschluss am Ende des Jahres erstellen. Und das ist wirklich ein Thema, wo man sich lieber die Hände nicht verbrennen sollte daran. Also allgemein gesprochen, was sind überhaupt die Vorteile, wenn man die Buchhaltung selbst macht? Ein Riesenvorteil, den ich sehe, vor allem am Anfang, ist, dass du dich steuerlich selbst ein bisschen mit der ganzen Thematik auseinandersetzt, dass du ein bestimmtes Learning auch hast. Also, dass du das nicht gleich abgibst, sondern dass du dich selbst damit auseinandersetzt, dir Gedanken machst. Und das ist als Unternehmer durchaus meines Erachtens wichtig und gut, um überhaupt in die ganze Thematik reinzukommen. Also, das ist ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass du dir die Buchhaltungskosten ersparst von einem Steuerberater oder von einem Buchhalter.
Aber da kommen wir auch gleich zu den Nachteilen. Ein Riesennachteil ist natürlich, dass es fehleranfällig ist. Weil wenn du die Buchhaltung abgibst, dann übernimmt das ein Experte und der sollte, wenn es der richtige Experte ist, natürlich keine Fehler machen. Und da weißt du auch, da kannst du ruhig schlafen und es ist alles für dich erledigt. Das Einzige, was du machen musst, ist laufend deine Belege zu sammeln, aber die Umsatzsteuervoranmeldungen oder gar bei der GmbH den Jahresabschluss, die laufende Buchhaltung, das macht alles dein Steuerberater. Ein weiterer Nachteil, wenn man die Buchhaltung selbst macht, der geht ein bisschen damit einher, ist aber anderer Natur und zwar, dass du einfach deine Zeit verschwendest für ein Thema, was nicht dein Kernbusiness ist. Statt dass du dich auf dein Hauptbusiness fokussierst oder wie du das größer machen kannst, verschwendest du nämlich deine Zeit mit Nebenthemen, die jemand anderer für dich machen kann, der ausgebildet ist, der das zeiteffizienter machen kann und der es wahrscheinlich auch richtiger machen kann. Also für dich am Anfang ist es selbst zu entscheiden, was du machst, ob du die Buchhaltung abgibst. Also das waren nur ein paar kleine Inputs. Meines Erachtens können Kleinunternehmer die Buchhaltung, wenn sie wirklich sehr daran interessiert sind, wenn sie sich genau mit den Themen auseinandersetzen, selbst machen. Hier würde ich aber trotzdem empfehlen, dass zumindest die Steuererklärung ein Steuerberater macht. Bei größeren Unternehmen, also Einzelunternehmer, die keine Kleinunternehmer mehr sind, hier empfiehlt es sich wirklich eine laufende Betreuung mit einem Steuerberater in Anspruch zu nehmen. Entweder gibt man da die Buchhaltung ganz ab oder man nimmt sich zumindest eine laufende Beratung dazu, dass man hier bei Spezialthemen keine Fehler macht. Und dann, wenn man noch größer ist, wenn man eine doppelte Buchhaltung, heißt das, machen muss, eben beispielsweise in Form einer GmbH, spätestens hier sollte man die ganze Buchhaltung abgeben. Man sollte sich auf sein Kerngeschäft fokussieren und man sollte wirklich die Buchhaltung und die Steuerthemen einem Experten überlassen. Ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick bekommen können, ob du die Buchhaltung selbst machst oder nicht. Wenn du dich dafür entscheidest, entweder die Buchhaltung abzugeben oder wenn du wirklich eine laufende Beratung haben möchtest, dass die Buchhaltung, die du machst, richtig gemacht wird, dann kannst du dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch bei uns anmelden auf unserer Website. Ansonsten, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da, abonniere auch gerne den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.